So, da sind wir wieder. Ein neuer Tag, neuer Shop und eine Menge neue Zahlen. Nämlich sage und schreibe 5. Also der halbe Code ist jetzt schon da. Ich weiß nicht wieso, weshalb, warum, aber wenn ich mir gerade die aktuellen Klickzahlen angucke, von Durchsuche, Munitionsbehälter bei Orientierungspunkten, sind wir jetzt seit gestern schon bei 1800 Aufrufen. Also Gruß geht da schon mal an alle raus, was hier gerade abgeht. Ich habe nämlich noch gesagt, die Season, was Videos betrifft, derzeit läuft das überhaupt nicht, weil das alles Aufgaben sind, die selbsterklärend sind. Dann gibt es ja die normalen Tagesaufgaben nicht mehr, nur noch Medaillen sammeln. Heißt, da fehlt mir auch schon mal ein Video, weil die Tagesaufgaben wurden halt auch schön oft gesucht. Und dadurch hatte ich natürlich auch meine Klicks, um Gottes Willen. Aber das da unten wird sehr wahrscheinlich der letzte Code sein. Und dann werden wir uns halt mal einfach was einfallen lassen, was halt Skin-Verlosung angeht. Wie ich das genau mache, weiß ich noch nicht. Ich lasse mir definitiv irgendwas einfallen. Weil einfach so random irgendwie, da habe ich irgendwie nicht so wirklich Lust drauf, da ich einfach sage, ich jetzt mal zwei Stück aussuche und die bekommen einen Skin für, weiß ich, 1500 V-Bucks. Die dürft ihr nicht vergessen. Ich habe noch keinerlei Einnahmen. Also wer mich da wirklich unterstützen will, guckt von mir aus 24 Stunden meine Videos, lasst sie einfach laufen, weil das Wichtigste zurzeit ist wirklich die Wiedergabezeit. Weil die 1000 Abonnenten werde ich wahrscheinlich ziemlich zügig jetzt erreichen. Ich sehe das ja, es kommen ja täglich immer mehr dazu. Aber die Wiedergabezeit, da haben wir noch nicht mal die Hälfte von dem, was YouTube quasi haben will, damit ich Werbung schalten kann. Und damit logischerweise Geld verdienen kann und natürlich auch Geld zur Verfügung habe, was ich euch wieder zurückgeben kann. Weil was Technik betrifft, habe ich eigentlich alles soweit. Und von daher liegt es halt auch teilweise mit an euch, wenn ihr die Videos guckt, auch die Livestreams. Auch selbst wenn ihr mit mir spielt, lasst die Videos laufen. Wiedergabezeit ist halt das A und O für jeden YouTuber. Weil Abonnenten ist schön und gut. Die können 1 Million Menschen folgen. Du hast 5 Millionen Klicks. Wenn du Werbung schalten kannst, ist natürlich ganz gut, aber als kleiner YouTuber ist die Wiedergabezeit das Wichtigste. Wichtiger als die Abonnenten. Glaubt's mir einfach. So, jetzt würde ich aber sagen, und ihr habt ja schon mitbekommen in den anderen Videos, wir werden halt definitiv Skins dann verlosen. Irgendwie, in welcher Art und Weise, muss ich mir halt wie gesagt noch überlegen. Aber wie gesagt, schickt mir gerne schon eine Freundesanfrage. Ich zeige nochmal kurz meinen Namen oben. YT-FamilyHack einfach eine Anfrage schicken, weil wenn ihr irgendwo einen Code, ach, einen Code, sag ich schon, einen Skin von mir bekommt, wir müssen 2 Tage schon befreundet sein. Ansonsten funktioniert das Ganze nicht. Und schreibt halt wirklich unten in die Kommentare euren Gamertag von Epic Games. Schreibt einfach mal rein. Lasst mir halt da irgendwas einfallen. Ich weiß halt nur noch nicht genau was. Und abonnieren wäre natürlich auch nicht schlecht, weil da könnte auch sein, dass ich da sage, derjenige muss Abonnent sein, weil irgendeiner, der einfach mal seinen Code reinschreibt oder beziehungsweise seinen Namen reinschreibt, der hat es in meinen Augen nicht verdient, wenn er noch nicht mal das Ganze hier unterstützt. Könnt ihr wahrscheinlich auch verstehen und wollt ihr natürlich auch, weil es gibt ja genug, die gucken wirklich fast jedes Video, kommentieren auch schön. Also wie gesagt, ist halt irgendwo geben und nehmen. So, jetzt gehen wir aber mal rein in den Shop. Und ich habe es schon gesehen. Dieser Skin hier ist irgendwie geisteskrank. Also wirklich. Wir haben ja schon von Epic Games viel gesehen, aber das hier ist echt. Ich weiß nicht, wohin damit. Der müsste eigentlich schon ab 16 sein, der Skin. Also das ist echt heftig, besonders hier die Variante. Also ich meine, ihr habt ja bei, ich sag jetzt mal, Alter von, sag ich jetzt mal, 8 bis 13, 14, ihr habt ja alle noch keine Horrorfilme geguckt. Vielleicht einzelne schon, aber der hier ist schon nicht schlecht gemacht. Aber definitiv teilweise auch gruselig. Alle, die ein bisschen älter sind, wissen, was ich meine. Also der Skin ist schon ein bisschen krank. Weil die Finger sind länger als normal, die Beine sind zu dünn, der Kopf, ja, brauchen wir nicht drüber reden. Wenn ihr dem auf der Straße begegnet, ich glaube, die Hälfte von euch rennt weg. So, das war's mit dem Skin. Dann haben wir dazu noch die passende Spitzhacke. Wenn jetzt noch der Ton passt, dann ist das echt die beste Kombi, die ich seit langem gesehen habe.
Ja, doch so ein bisschen matschig hört sich das Ganze an. Also es ist echt, also die ganze Kombi an sich ist echt nicht schlecht. Muss ich einfach so sagen. Also auch das Rückenaccessoire, was hat er eigentlich als Rückenaccessoire? Ein Atemgerät, ja. Ein Atemgerät, wo auch dieser Schleim rumschwirrt. Okay. Passt zwar irgendwie, aber es passt doch irgendwie nicht so, weil der hat dieses Atemgerät und der A hat, braucht er keins. Naja, ah, Epic-Logik. So, des Weiteren haben wir drin. Einmal gilt, drauf und dran, steinreich zu werden. Ah ja, als Kletterer. Und dann die weibliche Variante. Also da gefällt mir die weibliche Variante auf jeden Fall deutlich besser. Vor allem, was die wirklich aussagen wollen. Ganz ehrlich, ich kann es nicht mal wirklich sagen. So, dann haben wir die kleine Zauberin. Davon habe ich ja den männlichen Skin. Als Stilvariante haben wir hier nur den Rucksack. Einmal den und einmal den. Der Skin an sich ist. Warte mal. Ah, doch. Einmal auch die dunkle Variante. Die dunkle Variante gefällt mir immer besser. Weil hier die sieht so irgendwie, keine Ahnung, wie so Harry Potter für Arme. Ah, hier die Variante, die ist schon nice. Wie gesagt, den männlichen Skin habe ich ja davon. Wartet. Da, bam, spinnt. Und da. Also die männliche Variante ist halt echt nice. Deshalb habe ich sie mir auch damals gekauft. Also die ist echt nicht schlecht. Aber die weibliche geht natürlich auch klar. Also, das war zu weit. Da, bam. Aber halt wie gesagt, die dunkle Variante ist halt schon. Aber da gefällt mir die männliche halt wirklich deutlich besser. Aber die hier ist auch ganz okay. So, des Weiteren haben wir drin Schrittwechsel. Schön mit Musik, wie jeder es mag. Schön nervig in der Lobby. So, dann haben wir Sergeant Prutzel. Wundert mich, dass sie immer noch kommen. Vor allem, die waren doch erst drin wegen der Taco-Zeit. So, dann am Wasser gebaut. Das müsste halt wirklich ein Tick lauter sein, finde ich. Aber ist okay. So, dann haben wir natürlich zu dem ekligen Skin auch noch eine Tarnung dabei, die ich persönlich auch nice finde. Sie ist zwar animiert, aber alles im Rahmen. Weil das Schwarze sieht einfach nice aus. Ich bin nur mal gespannt, wie so ein Boot aussieht. Ja, auf dem Boot ist es natürlich schon wieder ein bisschen. Das ist wie, wie heißt es? Spider-Man. Aber der Venom meine ich, oder? Wenn ich mich nicht ganz irre. Ich sag ja, dieser Skin, die Animationen, die, da haben sie sich was Gutes einfallen lassen. Dann haben wir noch die Pickaxe, nämlich die Stopp-Axe. Ja, hört sich an wie Metallschild, also auch mal ein anderes Ton. So, damit würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dem Shop. Wie gesagt, vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr irgendwann mal was gewinnen wollt, falls ihr keine Aufgaben verpassen wollt, falls ihr keine Skins verpasst, Tagesaufgaben, Wochenaufgaben, vielleicht auch kurzzeitige Events. Ich gucke halt immer wieder in Fortnite rein, ob nicht irgendwas außer der Reihe kommt und versuche halt einer der ersten zu sein. Also in dem Sinne, ein Abo lohnt sich auf jeden Fall. Wie gesagt, wenn wir noch einmal Abonnenten kriegen, kommt auch noch schon die nächste Zahl hinzu. Also lasst ein Abo da, kostet euch nichts. Supportet mich. Vergesst nicht, die Videos zu gucken, im Livestream da zu sein. Ich lasse mir auf jeden Fall da noch was einfallen, was die Skins betrifft. In dem Sinne würde ich sagen, gebt nicht so viel Geld aus, wie immer, und haut rein.